Herzlich willkommen, Freunde. Eigentlich war ich, oder hatte ich ja gesagt, ich würde gerne diese Bowser und Peach Sektion komplett überspringen, aber ich weiß genau, dass in dieser Bowser Sektion dieses Jump'n'Run kommt und auch wenn es mit der eigentlichen Challenge nichts zu tun hatte, werde ich es trotzdem doch mal drin lassen, weil ich mag diese Jump'n'Run Passage hier mit Bowser, auf geht's. Ich finde es cool. Ich hatte ja das mal angesprochen, dass ich es schade finde, dass hier kein, dass die hieraus kein Indie-Game oder sowas gemacht haben. Das ist cool. Mir gefällt das total. Vor allem Bowser hat unendlich Leben. Genau, ich lasse mich mal ganz kurz treffen. Ich lasse mich auch mal ganz kurz sterben. Ich will nämlich kurz mal zeigen, weil nämlich Bowser haut hier immer wieder einen neuen Spruch raus. Und nochmal. Ich finde es total cool. So richtig typisch Bowser. Komm. Hau mich. Oh Gott, sind wir klein. So. Jetzt aber. Ich find's total cool. Komm, einmal lass mich noch erwischen. Ja, komm, einmal noch. Und dann machen wir das hier und bringen das zum Ende. Und nochmal. Ach ja. Auch wenn es nur so eine ganz kleine Sektion ist. Also ich hätte mir schon damals gewünscht, dass es ein Indie-Game ist. Also dass so ein Indie-Game da vielleicht rauskommt. Es ist doch nichts Besonderes, aber es ist irgendwie cool. Also, anstatt mit Mario hier mit Bowser. Und dann, wenn man so zwei Fleischstücke eingesammelt hat, wird man so. Ich bin unzerstörbar. Ich mach alles platt hier. Kommt nur her, ihr kleine Säcke. Jetzt sind wir so fett, dass wir die Zielfahne umreißen und nicht mal ins Gebäude kommen. Ja, ich mag dieses Bowser-Minigame. Ich find's cool. Wir sind so richtig, richtig einfach. Ja. So, aber ich weiß leider nicht mehr auswendig, wann genau diese Sektion alle gekommen sind. Ich glaube, nach Falkenheim ist die nächste Sektion. Wenn mich nicht alles getäuscht hat. Naja, ich werde es auf jeden Fall einblenden, diese Bowser Jump'n'Run Parts. Aber jetzt, wo ich jetzt hier gerade nochmal diese Zeit habe, wo der noch hier über seine Peach, oder beziehungsweise das Poster von Peach sich freut, war mir die Überlegung, man kann ja in dem Spiel zweimal Fortuna mindestens bekommen, weil auch Gegner diesen Orden in Logatzenburg nämlich haben können. Meine Überlegung ist halt, macht das überhaupt Sinn, zweimal Fortuna auszurüsten? Weil wenn der Schaden halbiert und nochmal halbiert werden sollte, also da, ob das wirklich so sinnig ist, weil die Frage ist halt, stackt dieser Effekt Schadenshalbierung nochmal mit einer weiteren Schadenshalbierung? Oder ist es einfach nur, ja, Perle vor die Säue geworfen und, es gibt keine weitere Schadenshalbierung. Ich glaube, da werde ich mich lieber darauf fokussieren, anderweitig für meine Defensive zu sorgen, als dass ich jetzt ja so viel Tank-Sachen aneinander, also so viel Schadenshalbierung ineinander klatsche. Vor allem, wie ich ja schon angemerkt habe, Schadenshalbierung hilft uns nicht, Schaden loszuwerden, ja? Selbst wenn jemand, keine Ahnung, drei Schaden macht, wir haben eine Schadenshalbierung drin und haben zwei Rüstungen, also zwei Verteidigungen, kriegen wir dennoch einen Schaden. Weil halt der Schaden, der ankommt, ja halbiert wird und wenn er halbiert wird, wird er dennoch aufgerundet. Deswegen, ob da Fortuna so dann nützlich ist, weiß ich jetzt auch nicht. Oh Gott, 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 oh verdammt. Ich hatte die zweite Blume nicht mehr. Oh Gott, da hat ein Wutbeben. Fliehen will ich jetzt nicht unbedingt, aber ich will auf jeden Fall den loswerden. Feuer! So, zweimal cool. Okay, jetzt muss ich mich eigentlich muss stark nach unten laufen. Dann weiche ich dem nächsten aus. Oh Gott. Warte mal. Oh, ich sehe gerade, wir sind full life. Das ist natürlich ein bisschen kontraindiziert. Entschuldigung.
Daran habe ich jetzt gerade vor lauter Quatschen nicht gedacht. Tut mir leid. Ich hatte ja komplett vergessen, dass wir nach einem Kapitel ja komplett geheilt werden. Ich werde natürlich dies sofort korrigieren. So. Gut, dass ihr das gleich gesagt habt. Sonst hätte ich das nämlich nicht gemerkt. So. Haben wir den ersten geblockt. Jetzt sind wir auf 5. So. So wie es sich jetzt für den Run gehört. Erdbeben. Wir natzen euch trotzdem jetzt kurz mal weg. Aber wirklich, das ist Kopio. Es ist wirklich Tatsache, dass ich noch nie so niedrig war vom Level her, wie hier jetzt in dem Run. Weil ich einfach die Level-Ups vermeiden möchte. Damit wir hier nicht andauernd uns anschwächen müssen. So. Es ist schön stehen bleiben, damit wir ja nicht wieder so ein HP-Up einsammeln. So. Ich sag ja, es kann durchaus mal vorkommen, dass ich nach, bei der neuen Aufnahme es kurz verpeile, dass wir geheilt wurden oder ja, dass ich jetzt ein HP aber eingesammelt habe und es gerade nicht checke. Deswegen, ich hoffe, dass ich für diese Challenge jetzt so bald wie möglich da reinkomme, um meine HP zu halbieren. Ja, quasi um sie zu halbieren, dass ich 5 HP als Max HP habe. Das hoffe ich, dass ich das bald erreichen kann. Nee, warte mal. Komm mal her. Dich brauche ich. Das kann ich ja noch nicht wegmachen. Warte mal, ist hier hinten eigentlich was? Nee. So, warte mal. Schade. Ich denke, ich krieg den so rein. Nope. Du bist einer der einzigen Gegner, die ich blocken kann. Also blocke ich dich auch. Die geben noch nicht mal Erfahrungspunkte. Das ist schon mal schön. So. Ah, den habe ich aber erwischt. Lustig. So. Döp, döp. Wuhu. So. Ah, Herzlein Paye. Ich wusste, dass hier so ein interessanter Orden ist, aber jetzt für den Danger Run ist der. Ja, doch, für unseren Partner ist es an sich ganz nice. Ich will aber wieder Kupio vorne haben. Weil einfach der Schutz, den Kupio uns geben kann für diesen Run momentan, ist halt total göttlich. Aber ich werde nicht Ewigkeit mit Kupio rumlaufen. Ich werde auch versuchen, Variationen weiter mit einfließen zu lassen. Wartet mal. Hier oben, hier war irgendwo eine Platte. Ha! Sag ich doch. Wie viele Splitter haben wir jetzt eigentlich? Ach Gott. Hier muss schon 12. Frage ist jetzt, wie viel werde ich brauchen? Wie viel brauche ich? Ich überlege gerade, wie viel ich brauche. Ja, ich wiederhole mich, ich merke schon. Ich denke laut und grübel und komme nicht zum Punkt. Ja, wir können nämlich mit den Sternsplittern uns auch quasi Power-Ups kaufen, also Orden kaufen, die uns, glaube ich, auch Verteidigung geben. Und deswegen bin ich gerade überlegen. Wie viel wir brauchen? Ich glaube 15. Jetzt kommt schon die Falkenhain-Sektion, stimmt. An sich meine Lieblingssektion. Obwohl, nicht ganz. Falkenheim gehört zu einer meiner Lieblingssektionen. Und der Zug. Und die oh Gott. Sektion vom. Oh Gott, jetzt fällt es mir gerade ein. Schieß mich tot.
Genau, von Düsterwald, Dämmerwald. Es ist so ungefähr, oder da war damals meine Hasssektion, weil ich einfach nicht gecheckt habe, was ich da machen muss und Ewigkeiten hin und her gerannt bin. Deswegen mochte ich die Sektion überhaupt nicht. Okay. So, das tun wir mal. Den fleißeshalber mal einsammeln. So. Stimmt, bei den Gegnern hatte ich ja definitiv keine Zeit, da mir was zu holen. Gut, wir könnten ein weiteres Teammitglied aufstufen. Tut mir leid, aber wenn, dann würde ich Gambrina fix aufstufen. Weil ich... Warte mal. Zauber vom Gegner, KPS. Nee, Gambrina wäre an sich nicht schlecht, weil wir da die Multikopfnuss kriegen und somit auf einem einzelnen Ziel wesentlich mehr Schaden drücken könnten. Klar ist von der anderen auch nicht die Fähigkeit, Alten zu verachten, weil sie sich halt da auch heilen kann, wenn sie die KP aussaugt. Aber es hat halt nicht diesen, in Anführungszeichen, nutzvollen Zweck. So. Jetzt kommen wir auch mal in den Westen dieser Stadt. Nebenbei, mit einem Glitch kann man auch diese Truhe hier direkt zu Beginn eigentlich erreichen. Sobald man quasi diese Fähigkeit hier hat. Werde ich aber definitiv nicht machen. Das wäre lame. So, wartet mal. Achso, wir müssen jetzt erstmal das triggern, dass wir die Kontaktlinse von ihr zahlen müssen. Weil sie hat hier irgendwo fallen lassen. Wuhu! Dafür muss ich zahlen. Kauf mir eine neue. Solange ich ihr keine neue gekauft habe, bekomme ich auch keinen Zutritt. Kontaktlinsen. In heutigen Läden wird man einfach rüberbrüllen. Hier, Johnny, wie sieht's aus? Haben wir Kontaktlinsen? Yo, Hammer. Schmeißen wir rüber. So, ich will mal ganz kurz im Ordenshop spicken. In Ordenshop spicken und nicht auf dem Boden ticken. So, wartet mal. Ha. Wusste ich doch, dass hier noch einer ist. Oh, haben wir hier noch einen? Ne, warte mal, wir haben... Achso, das waren ja die Orden. Wenn Vorsicht geboten ist, erhöht sich die Angriffskraft um 2. Genau diesen Orden will ich haben. Dankeschön. Das macht die Sache um einiges einfacher. Andere. Schön, dass der gerade im Angebot war. Jetzt haben wir hier nochmal ein Tu-mir-nichts, aber dafür habe ich jetzt kein Geld. Aber den werde ich mir mal auch kaufen. Ja, ich wollte eigentlich verkaufen gerade. Obwohl. Was kann ich denn loswerden? Eigentlich kann ich den Ausweicher loswerden. Kampfeswut ist schon mal schön, dass wir den kriegen. Da werde ich auch, sobald wir im Casino das auch machen können, noch einen weiteren mir besorgen. So, erstmal den Ausweicher loswerden. Das Herzilein, ich glaube, das werde ich nochmal da lassen. Der Ausweicher für Mario lassen wir auch drinne. Nee, das reicht erstmal. Kaufen. Andere. Nee, das kann ich mir momentan nicht leisten. Ohne etwas extra verkaufen zu müssen. Das lassen wir mal lieber. So. Orden. Ich habe noch keine Ordenpunkte. Das heißt, ich sollte vielleicht mal was in Ordenpunkte investieren. Den haben wir zumindest schon mal
das erste Core-Item für den Danger Mario Run. Dieser Orden kann man im Casino permanent kaufen. Deswegen gibt es erst den Danger Mario Run, weil man diesen Orden halt für diesen Run ja quasi einfach mal so 30, 40 Mal kaufen tut, dann so viel Schaden macht, dass man jeden Gegner one-shotten kann. Und da macht man diesen Run, weil sonst ist es halt, ja, du hast halt im Notfall halt noch ein bisschen mehr Power. Aber es rentiert sich nicht, wenn man, es rentiert sich nicht so sehr, wenn man nur einen davon benutzt. Aber wie gesagt, ich werde hier in diesem Run mich maximal auf zwei derselben Orden beschränken. Weil es sonst einfach, ich will keinen Gegner one-shotten. Ja, ich will es nicht übertreiben. Aber, ja. Ich glaube, ich habe mich da schon am Anfang gut genug dazu geäußert. Warte mal, ich muss das Feld wechseln. Also einmal, dass der Bereich hier quasi neu geladen wird. Dann müsste die Kontaktlinse da sein. Weil wir müssen ja in diese Sektion der Stadt. Warte mal, ich glaube, war hier nicht auch eine Platte? Wartet. Ich kann mich entsinnen, dass hier auch irgendwo noch eine... Ah, wusste ich doch. Gambrina, muss mal kurz da... Danke. Was hattest du eigentlich noch? Kampfesrausch. Das ist ähnlich wie Kampfeshut, nur dass wir quasi nur im Gefahrenbereich. Das heißt, wenn wir nur ein KP haben, kriegen wir 5 Stärke dazu. Ich bin mir überlegen, ob ich das für den Danger Run benutzen werde. Weil es eigentlich an sich ein richtig schönes Item ist. Wutbeben. Wenn ich gucken, dass ich auch immer ein paar kriege, weil Wutbeben macht 5 Schaden. Und ja, wenn es halt Koopas sind oder sowas, werden die auch noch umgeworfen. Und der Meistersprung. Bin ich am überlegen, ob ich den benutze. Die Sache ist halt die, der erhöht uns relativ kosteneffizient. Also die Orden kosten... Es kostet nicht so viel Orden, diesen auszurüsten. Aber wir können halt nur noch springen. Hat Vor- wie auch Nachteile. Wartet mal. Wie sieht eigentlich unser Inventar aus? Jetzt muss ich mal gerade fast... Welche Taste? Oben? Oben. Hartpanzer Lebenspilz. Stimmt, hier kostet das ja so viel. Ja, ich nehme mal für den Notfall mal 2 mit. Okay, kommt da 3. Das Wutbeben kaufe ich mir dann. Obwohl, ich kann es mir ja mal spaßhalber kaufen. Kann ja nicht schaden. Weil ich weiß, glaube ich, in Falkenheim können wir Wutbeben so oder so kaufen. So. Ich weiß nicht, ob es bei dem sogar teurer ist als normales. So. Hier Kontaktlinse. Bitteschön. Ich bin so glücklich. Bitteschön. So, jetzt könnten wir uns bei ihr Sachen kochen lassen. Was aber uns auch wieder dazu bringt, dass wir zu viel KP generieren könnten. Und damit dann... Ja, letzten Endes alt aussehen. So, wir müssten mit dem Luftschiff nach Falkenheim. Da werden wir jetzt erfahren, dass wir... Oder wir haben es, glaube ich, schon erfahren, dass wir eine Karte quasi brauchen. Ich glaube, das... Die Karte haben wir von Don Canaille. Ich habe die mit Don Canaille genannt. Mir fällt gerade nicht ein, von welcher Sendung ich das hatte mit Don Canaille. Kann auch sein, dass ich das falsch ausspreche. Da war das, genau. Darum, dankeschön. Warte mal, hier hinten war auch einer. So. Warte mal, war hier nicht? Irgendwo hier war noch was. Entweder war eine Bodenplatte oder er war hier noch was versteckt. Oder war das hier? Ja, wusste ich doch. Ja, man kennt halt seine Verstecke. Okay, Ich frage mich gerade, wie ich jetzt hier nochmal auf die Lösung letzten Endes komme.
Ich glaube, wir müssten hier in diesem Shop einfach was Bestimmtes kaufen in der Reihenfolge. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Schwirrwarr und Trockenpilz und danach muss man noch Fragen beantworten. Na gut, ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich diese Information jetzt noch fix bekomme. Dass wir dann im nächsten Part direkt weitermachen können. Ich weiß gerade ums Fragment, von wem ich die Information bekommen habe. Warte mal, ich gehe einfach mal zum Professor. Vielleicht kriege ich da jetzt den Hinweis, weil ich habe ja vorhin die Textbox geskippt. Wenn nicht, werde ich einfach mal auf gut Glück Schwirrwarr und Trockenpilz kaufen. Die Frage ist halt, kann ich das schon quasi triggern, obwohl ich nicht die Information erhalten habe? Das weiß ich halt nicht, ob ich das schon triggern kann. Wenn der Professor mir jetzt keine Informationen gibt, dann mache ich jetzt erstmal hier Zappeduster und wir machen dann in der nächsten Runde weiter. Okay, der sagt uns nur, dass wir zu dem müssen. Mit dem will ich auch noch abrechnen, aber ich will kein Risiko eingehen. Ich will meinen derzeit, Anführungszeichen, perfekten Run nicht gefährden. Ich überlege gerade, ob hier noch was war. Genau. Na gut. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Schnitt, bevor ich jetzt hier mich dumm und lustig suche. Guck, dass ich die Informationen kurz erhaschen tue oder und werde dann da euch gleich im nächsten Part verkürzt informieren. Hä? Ich laber gerade echt einen Rotz. Kommt vielleicht daher, dass ich gerade erst aufgestanden bin. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.